Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich bin jetzt am Überlegen, sollen wir zuerst auch hoch irgendwie versuchen, uns einen Weg zu suchen? Haben wir noch die, ne, die Flasche haben wir nicht mehr Mitte. Potion of Reaction haben wir noch, aber. Ja, komm, dann springen wir erstmal hier rein. So. Was? Lamia? Das sind keine Nymphen, das sind was anderes. Ah, magisch. Okay. Ist auch magisch verschlossen. Hier kommen wir aber, glaube ich, nicht mehr hoch. Hier stecken wir jetzt fest, hä? Weil die magisch verschlossen sind. Ja. Hier geht es für uns erstmal nicht weiter. Wir werden jetzt hier trinken. Und zwar räudig. Kann ich nicht mal klettern. Wir werden hier trinken. Hier stecken wir fest. Ich bin zu schwer. Okay. Ja, dann ertrinken wir halt jetzt und laden dann halt gleich das neue Spiel. Zum Glück habe ich gerade da oben noch gespeichert gehabt. Ja. Zum Glück hatte ich hier gerade noch zwischen den beiden Folgen hier gespeichert. Dass es jetzt erstmal gar keinen Sinn macht, da runter zu gehen. Wenn die alle magisch verschlossen sind. Dann schauen wir mal, wo können wir stattdessen hin. Ob es hier nicht vielleicht noch andere Wege gibt. Ansonsten doch vielleicht den Portal hier oben. Einmal riskieren, ausprobieren. Zu der kommen wir eh nicht hin. War das hier? Das noch. Ja, das müsste hier gewesen sein. Nee, falsche Richtung. Hier lang. Ach, jetzt sind wir wieder in dem Labyrinth, hä? Dann da lang. Und dann war es wahrscheinlich hier. Ah, nee, da fehlt uns auch noch ein bisschen was. Hier zum Beispiel. Was ich mich aber auch frage, ist, was ist eigentlich aus den Minotauren aus Arena geworden? Die haben wir auch nicht mehr gesehen gehabt. Die gab es auch hier nicht mehr. Und wo geht's hier hin? Ah, okay, das wäre wahrscheinlich. Jo. Ah, okay, beides führt in dieselbe Richtung. Jo, die Geister sind hier unten wahrscheinlich, die Wraiths und so weiter. So. Das hat sich nach einem Licht angehört. Wegen einem Licht bin ich mir nicht sicher, ob wir da ankommen. Aktuell. Hier ist definitiv ein Licht. Wir gucken erstmal hier. Hier ist nichts. Muss wahrscheinlich da hinten auch. Oh, hier geht's auch noch weiter. Und hier kommt uns nichts entgegen. Hier auch nichts.
Autsch. Jo, alles klar. Gut, dass wir da gespeichert hatten. So, hier hat uns noch gefehlt, genau. Dann haben wir das jetzt auch nochmal erkundet. Nicht, dass wir später hierhin nochmal irren. Und das hier halt. Komm, geh kaputt. So. Achso, ne, das ist was anderes gewesen. Aha. Ach, hier gibt's auch noch. Und hier auch. Okay, jetzt haben wir hier offen. Hier ist immer noch nicht offen. Dann machen wir vielleicht hier. Nee, der eine soll... Hoppala. Der eine... Welchen hatten wir? Den lassen wir unten. Und den vielleicht wieder hoch. Ja. Dann ist jetzt die Frage, wenn wir den jetzt wieder hoch machen, was passiert dann? Hier geht's weiter auf. Ah, okay. Wir machen hier auch nochmal ein Safe Game. So. Der hat nichts, der hat nichts. Da hatten wir den Lich. So, einmal kurz resten. Hier haben wir eine Katze und... Greetings, Max. I am Medora Di Reni, former sorceress to the court of Daggerfall. I have an interest in helping you in your aim to exercise the spirit of King Lysandros, but I can do little in my present circumstances. If you would pay a visit to a certain other sorceress, I can lift the curse on the Reni Tower. Will you do this for me, Max? Natürlich. I will be in your debt, Max. Nulfaga, the mother of my former Lord Lysandros, is a renowned mystic, but I have heard whispers that the loss of her son has turned her mad with grief. If this is not true, she can and will help me. I need a certain rare item, the horn of a great unicorn, to break the curse of the Reni Tower. If Nulfaga is indeed mad, you must search her castle for this horn yourself and bring it back to me. I will expect you back in 63 days. Moment. Here, Medora, the former court sorceress of Daggerfall, has sent me to Shadowgant in the Rafgarian Mountains. Shadowgant is home of Nulfaga, mother of Lysandros. There I must retrieve the horn of the great unicorn. If Nulfaga is unable to help, I must search her castle Shadowgant for the horn myself. Okay. Save game, wieder auf die 1. Erstmal. Und dann haben wir das hier jetzt geschafft. Also sind wir doch hier richtig. Also das war jetzt ein sehr, sehr langer und anstrengender Kampf hierhin.
Und jetzt müssen wir erstmal den Weg wieder zurückfinden. Hier raus. Das hier werden wir wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ne, keine Ahnung. Doch, wir müssen hier nochmal hin. Sie erwartet uns ja in knapp 60 Tagen. 63 Tage waren das jetzt. Zurück. Und ich muss hier jetzt eben auch einen Weg zurückfinden. Da geht es ja auch noch weiter. Jo. Die haben wir. So, komm. Und dann hier noch mal. Okay, hier ist niemand. Einmal kurz resten. Eine Stunde, ja, die ist in Ordnung. So, dann noch mal wieder hoch und jetzt den Ausgang suchen, finden. Ich habe mich aber auch schon gewundert, was das Miauen hier zu bedeuten hatte. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir zurück? Ich glaube, hier entlang. Ja, hier sind noch irgendwo Vampire. Nun keine Ahnung wo. Und ich habe auch erstmal keine Ahnung, wie wir hier wieder zurückkommen. Können es hier nochmal versuchen. Ah ja, genau hier. Hier sitzt, da ist das Rad. So. Dann gehen wir jetzt erstmal. A huge bat flapped slowly overhead. Das ist der Direnni-Turm. So. Vergarian Mountains. Wo hatten wir Stadt und Gent? Ne, wir suchen erst einmal irgendeine Siedlung hier. Hier. Singham. Singham wird uns reichen, 6 Tage. So, dann können wir hier jetzt ganz normal auf der 1 speichern. Wir sind hier, wir sind jetzt in Sicherheit. Wir haben Karren voll mit Ware. Und können jetzt erstmal wieder ganz normal unser Geld hier anlegen, verkaufen, wie auch immer. Also nicht unser Geld verkaufen, aber unsere Sachen verkaufen für Geld. Also hier sind die Häuser ein bisschen anders. Fällt mir gerade auf. So, hier können wir bestimmt auch noch ein bisschen was. Hier gefällt es mir vom Aufbau her irgendwie besser. So, Sell, was können wir ihm verkaufen? Ihm können wir nichts verkaufen. Hier gefällt es mir wirklich mehr. Sieht schöner aus, finde ich. Auch so mit dem Schnee und so weiter gefällt mir viel, viel besser. Und wie es drinnen aufgebaut ist. Das ist, glaube ich, von den Bretonen hier alles, oder? So, da haben wir eine Bücherei, da wollen wir nicht hin. Ich erhoffe mich hier irgendwo eine Schmiede. Oder ein General Store oder ein Pfandhaus. Da haben wir ein Pfandhaus, nice. So, hier haben wir erstmal einiges für ihn. Jo, hier haben wir sehr viel für ihn. So, den Butler auch nochmal und hier nochmal ein bisschen was.
Ja, hier. Und gucken wir mal, was der hat im Sortiment. Ah, bisher noch nichts, was mir gefällt. Hier auch nichts. Hier hat er nichts. Ah ja, genau, hier geht's raus. Wie sieht man oben aus? Oh, gefällt mir wirklich viel, viel mehr. Hier hat er nichts. Nope. Guten Tag, der Herr. Und hier hat er nichts. Gut, dann gehen wir mal in den nächsten Laden. So. Ist nur da oben. Wo genau haben wir sie jetzt? Das da. Das ist der nächste Laden. Da müssen wir noch verkaufen. Ah, ein General Store. Nice. Okay, hier sieht es aus wie sonst auch immer. Aber okay, dem können wir nichts verkaufen. Und guten Stuff hat er jetzt auch nicht hier. Zumindest gerade. Nope, hat er nicht. Hier auch noch nicht. Hier ist nichts. Zu der will ich nicht. Aber gut, dass wir jetzt wirklich im Direnni-Turm waren. Ich gehe mal davon aus, dass wir da auch hin mussten jetzt auch wirklich. So, dass wir schon die Quest bekommen hatten. Interessante Kopfbedeckung haben die hier. Könnte ich auch noch mal gucken, was der so hat. Ob irgendwas Gutes mit dabei ist. Dem können wir ja eh erstmal nichts verkaufen. Ja, alles gleich. Hier ist auch nichts. Gut, dann gehen wir hier auch wieder. Ja, ich hatte jetzt aber auch die Sorge gehabt, dass ich das vielleicht irgendwie irgendwo Falsches aufgegriffen hatte mit dem Direnni-Turm. Noch ein General Store. Den lassen wir jetzt mal. Ich brauche jetzt einen Schmied oder sowas. Oder einen Gewürzladen. Das da. Nee, das ist eine Bank. Und noch eine Bank. Ja gut, suchen wir mal die nächste Stadt aus. Berkshire. Gehen wir mal dahin. So, ist auch ein bisschen größer. Und wir haben hier direkt auch noch den nächsten Laden. Ja, nicht dahin. Da müssen wir noch nicht hin. Was sagt denn die Uhr? 7:13, okay. Das heißt, ein bisschen warten, dann wird es wieder hell gleich. Da vorne. General Store und noch ein General Store. Wir wollen jetzt nicht zum General Store, wir wollen jetzt woanders hin. So, hier haben wir Schmiede. Hier haben wir einen Schmied. Aber müssen vorher vielleicht 3 Stunden warten. Dann hat er alles auf. Oh, hier sieht es edler aus. Aber das, was ich haben will, hat er nicht. Achso, ihm kann ich gerade nichts verkaufen. Super. Was habe ich denn überhaupt noch im Inventar? Hier ein Potion. Packen wir mal in den Wagen.
So, und ansonsten wären das nur Ingredients, ne? Und halt unser Gold. Ja, okay. Ah! Wir sind jetzt voll. Toll. Okay, egal, dann suchen wir den Ingredient Shop. Wo haben wir den Kräuter- und Gewürzladen? So, da müsste gleich einer auf jeden Fall hier sein. Ich hoffe, das ist auch der, den ich suche. Das ist eine Bank. Dann hier Richtung Norden. Ja, da haben wir endlich was. Hier können wir verkaufen gehen. Guten Tag, der Herr. Ich habe hier was für Sie. Einmal das alles. Und einmal das alles. So, bitteschön. 10.000 die Nummer. Und wie viel habe ich noch im Wagen an Geld? So, ich habe hier doch so einen Dingsschein, oder? Jetzt müssen wir doch nochmal nach Süden. Zur Bank, das einmal kurz. Nee, das werden wir nicht hier machen. Das werden wir nicht hier machen. Dann gehen wir vielleicht mal nach Shevlungent. Können wir hier direkt das anklicken? Nein, wir müssen das schon so suchen. Shevlungent. Ja. Und Save Game auf die 4. Hier waren wir lange nicht mehr gewesen bei Nullfagger. Aber wir gehen trotzdem hier mal rein. Wir müssen ja auch. So, wir müssen den ganzen Weg hier nochmal von vorne durch. Dann packen wir mal das Geld alles in den Karren. Hier, warte mal. Im Wagen. Gold. 42600. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Sonst haben wir hier nichts. Und können auch hier nochmal ein Safe Game auf die 2 machen. Dann geht das wieder mit 2 los. Wir fangen direkt hier an. Wir waren Ewigkeit nicht mehr hier. Die komplette Map ist wieder weg. Weil wir einfach nicht hier waren. Komm, geh auf. Jo, neue Monster sind auch schon da. So, die Gargoyles machen wir auch kaputt. Was sagt eigentlich unser Skill-Level? 64% haben wir geschafft. Okay. So, da haben wir links und rechts die Möglichkeit. Nee, hier. So. Sofort ein Licht. Finde ich super. Passiert jetzt was? Okay. Ich finde es auch krass, dass jetzt hier Lichts öfter mal vorbeikommen. So. Jo, erstmal den Licht kaputt machen. Nice. Potion Recipes brauchen wir eigentlich nicht. Können wir nachher wegschmeißen. Wieder zurück. Und das da führt andere Seite auf jeden Fall.
Ich frage mich eigentlich wirklich, wie fühlt sich hier Nulfaga wohl bei den ganzen Kreaturen hier? So, da haben wir den Retro. Nein. Ich wollte das hier. Nochmal kurz resten. Jo, gegen den habe ich kein Problem. Die Lichts sind heftig, finde ich. Ah, ne, nicht das. Einmal kurz nochmal ein Safe Game auf die zwei. Ach ne, sonst gab es hier nichts. Ja, komm. So. Feuer, Eisen und Eis. Direkt beieinander. Wo war nochmal der Weg zu Nulfaga? Achso, hier unten kloppen die sich. So, was hat der? Wir suchen den direktesten Weg zu ihr. Ich wüsste, wo das nochmal war. Weil wir 63 Tage Zeit haben. Und wir haben schon ein paar Tage hier verbraten für die Hinfahrt. Kaputt. Irgendwo kloppen die sich wieder. Hier ist es mir jetzt aber auch egal, ob wir auch alles schaffen. Die kloppen sich da drin irgendwo. Ja? Okay. Dann nochmal hoch. Hier nochmal nach oben. Ne, hinter mir ist noch. Ging es noch weiter? Hier. Autsch! Ach nee, warte. Nein, 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 schnell. Boah. Krass. Dann vielleicht jetzt nochmal das hier. Und nochmal ein Save Game. So, komm, geh kaputt. Jo. Wie viel Zauber willst du noch auf mich ballern? Ja. So. Wir hatten auch gerade eben hier kurz unseren Loot entleeren können. So, wo war das hier? Hier war das der Weg. Genau hier und dann da. Ja. Können wir hier einmal unsere Taschen leeren? So, das kann weg. Und die können alle weg. Und halt die 4, 7, 5, 2. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!